Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker Online und... Ist es überhaupt online? Ja, ich glaube, das ist schon online. Wir spielen heute das Level von Creepypasta. Das wollte er ja schon im Stream. Habe ich aber nicht gemacht, deswegen mache ich es jetzt gleich am Anfang vom fünften Part. Und das Level heißt Schweres Wasser und wir gucken mal... Okay. Der Titel heißt Schweres Wasser. Ich wusste nicht, dass es da Wasser, dass es da um Wasser geht. Ja, ganz toll. Kehrt Münzen. Hintergrund ein bisschen schwimmen, so. Ja, gut. Okay, ich weiß nicht, ob das richtig war. Okay, unnötig. Ja. Ja. Übertreiben. Runter, runter. Gut. Oh, geil. Lol. Nein, nein. Schön hoch. Der Kitten darf ihn nicht kriegen, das ist hier ein bisschen Gegner gespamme. Troms. No problem. Alles easy. Gehen auch schön langsam runter wegen dem Wasser. Können wir jetzt easy ausweichen und die Bitte die Feuerblume behalten. Vielleicht brauchen wir die ja noch. Ich glaube nicht, ob er so, dass er so was hier ist. Ja, ist gut, ist langsam, ne? Hört nicht mehr auf heute. Okay. Ja, das hört heute mal auf. Aber wenn nicht, dann. Ah, doch, jetzt hört's auf. Kann man bestimmt noch irgendwie schneller machen, aber ich hab's jetzt auf eine sichere Art gemacht. Boom. Und zieh. Okay, das war jetzt nicht schwer. Das haben wir jetzt easy geschafft. Und ich habe noch viele weitere Level. Ich weiß gar nicht, was ich spielen soll. Ich habe im Stream schon viel gespielt und es auch viel nicht geschafft. Deswegen ist das jetzt nicht ganz so praktisch. Ah, deswegen wurde auch der Part nicht so lang. Vielleicht so 10, 15 Minuten, das passt. Warte, ich muss noch Favorit hinzufügen. Damit wir das haben. So. Dann. Ach, das ist wieder der andere Account, ne? Ich meine gleich, ne? Ich meine hier gleich, ne? Immer der falsche Account. Im Stream habe ich ja was ganz anderes gezockt. Habe ich auch Jessie und so gar nicht. Scheiße. Kann ich in dem Level gar nicht spielen von denen. Und die zockt. Patrick wollte irgendwas von mir, was ich mache. Irgendwie was von mit Pepe oder so. Hier. Lappenplace. Favoriten hinzufügen. So, Mario Quiz. Ja, weg. Ja, der hat so viele Sterne, der Lauch. Komm, ich bin jetzt ein Elf von Pepe. Ja, weg! 144 Aufrufe! Fiese Falle, erstes Level von ihm. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Summer World, da muss ich gleich wieder melden. Und wenn ich jetzt tot bin, ich bin tot. Ich hab's so gewusst. Ja, PP, egal, du kannst mich am Arsch lecken. Ganz ehrlich. Du bist so ass und gibst kein Pilz. War so, was hab ich dir getan? Warum gibst du mir kein Pilz? Warum bist du so assi? Was soll denn das werden? Ich weiß nicht, was ich mit dem Plan machen soll. Ah! Wie komme ich zu dem Block? Was bringt der Block mir überhaupt? Das will ich wissen. Mich interessiert so. Auch wenn der Block nichts bringt. Ich habe einen Pilzke bekommen und der Knochenrücken stirbt. Ich gehe da hoch und will nicht mehr sterben. Weil das Level von Lappenplace ist und da nichts kann, dann kann das Level ja gar nicht mehr so schwer sein. Und ich habe den Pilz verloren und nichts will da unter nur runter.
Aber das ist nicht einfach, das ist relativ schwer. Ich wusste, dass da ein Pilz drin ist. Weil PP scheiße ist und so assi so social ist und ich jetzt tot bin. Warum? Warum er jetzt tot? Was soll denn das? Er nicht mal markieren hier. Das kennen wir ja von ihm hier. Als ob da kein Pilz drin ist. Alles klar. Diesen Knochen wieder lassen. Diesen. Ich wusste es. Digga! Wie viele sind denn gestorben eigentlich? Warum spielt denn nicht Schau? Ich nehme mein Level auch wie volle. Das gibt dann Likes. Warum sind da zwei Knochen? Das finde ich nicht okay. Diese Musik von Super Mario World ist so geil. Wer sie nicht feiert, ist dumm. Ich habe mir eine Falle gestellt. Und bin wieder an der kleinen Stelle gestorben, wie gerade eben. Und ich finde es ein Witz. Ist doch einfach nur Betrug. Doch 50. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Aber jetzt bin ich weiter wie gerade eben und davor. Jetzt habe ich den Pilz. Und verliere ihn auch nicht. Dann hüpfen wir da drüber, da drüber, da drüber. Unsinn, wieder tot, weil es aber doch stinkt. Mario kann keinen Wandsprung machen. Das finde ich nicht okay. Nein, 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 nein. Deswegen gibt es Level auch keinen Stern von mir, weil das Level stinkt. Ich bin am Koopa gestorben. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit von der Scheiße? Ich hab keinen Bock auf PPs komische Level. Die sind so assi. Warum spiele ich das überhaupt? Warum ist da schon wieder Knochen? Ne, jetzt reicht's aber mal wirklich hier mit dem Sterben, ne? Ist okay jetzt. Wenn Pepe das schafft, schaffe ich das auch. Bam, 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 bam. Warum macht der überhaupt Level? Das weiß ja keiner, dass er Level macht. Aber durch mein Video kann jetzt jeder die ID sehen. Und durch mein Video kann jetzt jeder sein Level spielen. Und durch mein Video sieht ihn jetzt jeder. Und durch mein Video wird's jetzt peinlich. Und durch mein Video regt sich Pepe jetzt bestimmt auf. Und ich will da hoch. Du bist doch so ein Asi. Ich melde dich gleich, Pepe. Du bist doch scheiße. Warum bist du so Asi? Da gibt's nur einen Pilz. Keine Blume. Wieso auch? Das bringt doch nichts. Ist doch mega unnötig. Ich glaube, ich muss da runter, weil die müssen es dahin zeigen. Warum bin ich so dumm und merkt es nicht? Warum bin ich so dumm? Warum sind die Kugelbillys so geil platziert? Was soll denn das? Das kann Pepe doch nicht. Das kann doch gar nicht sein, dass das kann. Ich hab die Feder verloren. Hab jetzt keine Chance mehr, darüber zu kommen. Oder! Das hat Pepe so selbst nicht gewollt. Das ist hier nicht passiert gerade. Ihr habt erst jetzt das Video angeguckt. Ich habe noch nie gefällt in dem Level. Jetzt ist alles fast tried. Und das ist ja von Lappenplays und deswegen schaffe ich das Level natürlich im First Try. Habt ihr nämlich alles nicht gesehen, wie ich gerade gestorben bin. Das ist... Nee. Wie lange bin ich da jetzt schon? 5 Minuten an dem Level? Das Level ist doch so scheiße schwer. Und wieder einfach gestorben. Wie ich mich einfach gar nicht mehr konzentriere, weil ich die ganze Zeit singen will. Alter! Ich will diesen Pilz. Und nicht diese Drecksknochen. Die braucht doch keiner hier. Ich will gar nicht wissen, was Pepe dazu sagt, wenn er das Video anguckt. Wenn er das Video überhaupt angucken wird. Was soll denn das? Ach, diesmal. Ja, und dann. Okay, ja, egal, egal. Nein, Mann! Warum? Knochen, Piranha, Kugelbilli ist okay. Rauch mal nicht so viel. Ich bin jetzt hier kurz vorm Schneiden.
doch nicht sein, dass ich so einfach die ganze Zeit sterbe. Leute. Ich habe überhaupt gar keine Mario-Skills mehr. Habe erst verlernt. Ich bin zu schlecht für diese Welt gerade. Ich hasse nicht mal den Pilz zu kriegen am Anfang. Also, das ist schon irgendwie traurig. Ich würde das Level jetzt mal gerne schaffen, ne? Ich würde halt nur mehr spielen, ne? Juckt natürlich nicht, ne? War klar. Egal. Gut. Okay. Ach komm. Fällt es egal. Gib die Scheiße her. Und jetzt runter. Nee, wie konnte ich da sterben? Wie konnte ich denn die Feder da verlieren? Jetzt fliegen wir mal. Und das ist Ziel. Digga! Das ist so easy. Nur dass der T-Gamer ist zu blöd, diese Scheiße zu schaffen. Gibt auf jeden Fall keinen Stern. Gibt natürlich ein Dislike. Und. Ach, Patrick! Patrick hat da den Weltrekord! You never will find the end. Ja, das ist wieder hier. Best English Ihr Süd. What the fuck? Als ob der das Spiel kann. Ich könnte so ein Level niemals bauen, sowas. Das ist krank. Alle können das, nur ich nicht. Ich mach's zum Mario Quiz. Ich check da zwar nicht, wie er die so viele Kommentare schreiben konnte, weil das bei mir irgendwie nicht ging. Nach einem Kommentar hat das Spiel keinen Bock mehr gehabt. Ich check's nicht. Aus Kommentare vielleicht an. Wie viele Kinder hat Bowser? Ja, weg! Oh. Ja, 7. Das sind ja 8 Welten und 7 davon sind Cooperlinge. Lemmy, Wendy, Roy, Larry. Was für... Deine Mutter hat der 8. Der hat doch keine 8. Hä? Ich check's nicht. Ach so! Alter, wie assi. Wer hat Super Mario erfunden? Deine Mutter hat das erfunden. Ich glaub der. Ich glaub Miyamoto. Ja. Was ist Mario von Beruf? Deine Mutti ist der! Klempner. Was? Welches Jubiläum wurde durch den erschienenen Titel SMM gefeiert? Ja, bester Titel auf jeden Fall, SMM. Ja, auf jeden Fall 35 Jahre Nintendo. Hä? Hä, 25 Super Mario, stimmt doch! Oder? 30? Deine Mutter von vorne, nee, das war sie. Ich rage hier gleich, ne? Hey, seit wann hat Bowser 8 Kinder und seit wann? Hä, hey, ich hab gedacht jetzt... Hä? Ich check's nicht. Dieser Lappen. Klempner. Das kann doch nicht sein, 30 Jahre zu... Hä? Oder? Ich bin hier wieder sehr, sehr schlau. Ich kenne mich nachher wieder richtig aus. Ich bin not the one, ne? Zimmermann, deine Mutter. Frage 5 an. Nein, nicht lesen. Ich muss da nur durch. Durch. So. Wann erschien New Super Bros. DS in Europa? Deine Mutti! Der weiß es, der Lappen! Pff. Und dann auch noch einfach. New groß geschrieben, der Rest klein. Ah, alles klar, PP, deine Rechtschreibung. Ja, und was? Ja, und. Deine Mutter ganz rechts.
Ja, wie soll ich jetzt hier rauskommen? Soll ich darf ich das Level neu... Ich schneide es kurz bis zu der Stelle wieder. So. Ja, also. Hä, hey, keine Ahnung, woher soll man das wissen? Und warum ist eigentlich alles Super Mario World bei dem? War der früher Super Mario World Film oder was? Da die Level ja alle früher gebaut. Und what the fuck ist mit dem. Hä, what the fuck, Laptop? Laptop? Ganz ruhig. Hä? Ah, okay, hab's geklappt. Hä? Wie der immer flackert, so schwarz wieder da und das dreimal. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, ein Like da und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Super Mario Maker Online wieder. Wappenplates haben wir schon mal abgeschossen. Muss man noch zu Favoriten hinzufügen und. Da habe ich schon. Auch rein heute hier mal und. Lasst ein Like da. Ciao.